Yo, willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Heute geht's mal wieder skaten mit Tobias. Aber erstmal, was glaube ich auffällt, ist, was ist das? Haare im Gesicht, Haare auf dem Kopf. Was ist da los, Leute? Wir rasieren uns jetzt und dann geht's los. Hey, das hat sich gereimt, oder? Ja, ich glaube schon. Cool. Okay, ich habe gerade los auf los gereimt. War doch nicht ganz so eine Meisterleistung, wie ich dachte. Leute, kleine Planänderung. Wir sind ja schon im Skatepark angekommen. Ich bin nicht ganz Mr. Clean, denn ich habe auf die Uhr geschaut und habe gesehen, yo, Ryan, du bist schon viel zu spät dran. Habe mich jetzt ein bisschen im Gesicht rasiert. Haare? Habe ich vorhin noch gar nicht gefilmt. Hier, bitteschön, Haare auf dem... Hat man das jetzt gesehen? Ich bin schlecht im Film. Ich habe mir von den Clippern geguckt, wo ich meinte, ich habe Haare auf dem Kopf. Und man hat nichts gesehen. Und ich sehe mega rot, das ist im Licht. Ich würde sagen, wir steigen aus und gucken, ob Tobias schon da ist. Planänderung Nummer 3. Wir sind jetzt angekommen. Hi. Und Tobias ist wohl schon hingefallen, der ist schon ein bisschen länger da als ich. Ich bin leider ein bisschen zu spät. Statement? Oder kein Statement? Ja, ich bin halt auf den Kopf gefallen und ich dachte erst, ich habe eine Platzwunde. Aber es ist nur anscheinend eine Schürfwunde, das ist gut. Darf ich das zeigen oder nicht? Ja, du kannst es gerne zeigen, okay. Wenn du willst. Falls man das irgendwie sieht, man sieht halt, dass es leicht rot ist auf der Cam. Warte mal, Fokus, please. Da, man erkennt jetzt nicht richtig viel auf der Kamera. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es leicht am Bluten ist. Kein gutes Zeichen. Kopfschmerzen auch am Start, habe ich schon gehört. Ja. Für euch mach ich das. So, chill doch erstmal, ruh dich doch erstmal aus, Junge. Oh, er will den Trick machen, wo er gerade hingefallen ist. Da war er. Nice. Hier ist schon mega Soundstörung. Wie soll man so vloggen? Ja, immer wieder weg besser. Fuck, jetzt kommt er wieder. Da, der Boy macht da irgendwas auf dem Rasen. Ist auf jeden Fall ultra laut. Leute, das erste, was wir jetzt direkt machen werden, ist ein kleiner Trick hier oben. Was ist das jetzt für ein Sound? Egal, ich bin mega hyped darauf. Und zwar, der fühlt sich ziemlich hässlich an den Trick. Der Trick fühlt sich ziemlich hässlich an. Ich habe den erst vor ein paar Tagen gelernt. Das ist so eine Art Body Varial Fakey Smith Grind. Und andere haben aber gesagt, dass er ganz cool aussieht. Und jetzt werde ich den das erste Mal filmen und dann sich selber, wie das für andere aussieht. Aber es fühlt sich ziemlich wack an, um ehrlich zu sein. Wir machen es einfach mal direkt. So, Camera steht und jetzt gucken, First Try, habe ich gehört. Ich bin übrigens noch nicht eingefahren, falls man mich jetzt hier sieht. Das war mein zweiter Drop-In, also Ausrede schon mal da. Ich habe den Trick jetzt angeguckt, analysiert, auf der Cam betrachtet und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch ziemlich wack finde. Ich will ihn nicht so nice. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt direkt eine sick Line damit. Mein lieber Tobias, erweist du mir die Ehre mit diesem hübschen Zoom. Meine Line... Zoom? Ah, jetzt. Die Line zu filmen eben. Es wird vielleicht ein paar Versuche brauchen. Vielleicht kennst du die Line schon, die habe ich gestern schon mal gemacht, aber ich würde die ganz gerne jetzt stehen. Ja? Das ist sehr nett von dir. Du siehst auch sehr begeistert aus davon. Super. Danke. First try mit Ansage. Oh. Second try mit Ansage. Mit Ansage. Schienbein tut weh. Hi. Kein Bock mehr. Ich hab Hunger. Essenspause? Ja, können wir machen, aber es ist ein geiler Shot, Ryan, muss man einfach mal sagen. Ist ein bisschen Posen? Okay. Posen? Ja. Oh ja. Oh ja. Drei Versuche noch. Was ist da? Nein, warum? Okay, kann er ja essen. Oh, schade, Alter, du standst drauf. Ja. Füße war, der war auch hässlich, aber. Schade, ey. Der war schön weit, Alter. Daumen hoch, wenn ihr es cool findet, wenn Ryan hinfällt.
Seht ihr das? Das ist ein gebrochener Mann. Oh Junge, ich war so happy. Fuck, Alter. Really, nigga? Du bist close, Alter. Ja. Das Schlimmste ist, wenn ich diese baile, weil ich denke mal schon so nach dem Kickturn so, yo, ich stehe safe days, aber... Ja. Es fängt an zu regnen und wir gehen jetzt essen, aber man sieht den Regen eh nicht auf der Kamera. Essen! Und das erste Mal Eistee Club Mate Kraftstoff. Ihr wisst Bescheid. Wir machen jetzt den Test, Leute. Please, film me kurz. Thank you very much, mich friendo. So, Bewertung. Verpackung, 2 von 10 Sternen. Das sieht ein bisschen billig aus, die wollen wir mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt probieren wir das Ganze. Es wird wieder lauter im Hintergrund, gefällt mir nicht. Okay. Geruch riecht wie jede Clubmate, weil ich mich da auch so gut auskenne. Ich wollte eigentlich eine ernste Bewertung abgeben, aber keine Ahnung, geht klar. Ich erkenne jetzt keinen krassen Unterschied zu irgendwelchen anderen Clubmaten. Bitte hatet mich nicht, ich kenne mich da nicht aus. Sagen wir, warte, lass mich noch einen Schluck nehmen. Ja doch, sagen wir 7 von 10, 7 von 10, kann ich sehr weiterempfehlen. Dann das Sandwich, muss ich gar nicht abbeißen. Chicken Curry, 10 von 10. Guten Appetit, danke Ryan. Nee, danke, ach egal, lass uns essen. Hallo, willkommen zu Ryans professionellen Vlogging Tutorials. Wir haben jetzt gerade unser Essen aufgegessen, da, und auch schon fast das Trinken aufgetrunken. Und wenn man Skate-Content haben möchte, aber nicht selber fahren möchte, wenn man vollgegessen ist, dann filmt man einfach seine Freunde beim Skaten. Also zeig mir mal jetzt bitte deinen Trick. Das wäre super nett, dankeschön. Der muss ich nicht mehr selber fahren heute. Ja, bück dich weiter. Oh, okay, ich zoome wieder raus. Und meine Verpackung. No! Okay, ich muss schnell meinen Müll aufsammeln. Zack, zack. Immer den Müll in die Mülltonne bringen. Was schwierig ist mit einer Hand. So, Leute, Planänderung. Ich kann leider doch nicht die Tricks filmen. Ich könnte mit Doublecam filmen. Egal, ich filme das jetzt für Tobias und ich skate dann noch. Ich habe meinen Trinken umgekippt. Wir sehen uns dann. Ach, Mann. Leute, ich zeige euch jetzt meine neueste Errungenschaft. Dank dem Kameramann Tobias habe ich diesen Trick letztens gelernt. Der hat mir das Secret gegeben. Der ist zwar noch relativ hässlich, aber wir machen ihn jetzt. Judge nicht, aber ich bin stolz. Das ist. Guckt's euch an. Zählt nicht. Ah, ja, egal. Scherz, Junge. Nice. Die Faust, Ryan. Das Lein war scheiße. Leute, ich habe mich jetzt hier gerade mit Tobias über seine Kopfverletzung unterhalten. Und da ist mir noch eine Story eingefallen, vor 3 Jahren oder so. Boah, hat mich das aufgeregt. Das war auch hier oben. Und zwar bin ich da lang geskatet, bin dann hingefallen, auf den Hinterkopf richtig geklatscht und bin immer wieder ohnmächtig geworden. Und hier saßen 2 Leute. Da ungefähr. Da saßen 2 Leute damals, die ich nicht kannte. Das ist halt echt schon 3 Jahre her oder so. Ich bin auf den Hinterkopf geklatscht, richtig heftig. Bin aber so direkt so, oh shit, was ist los? Bin aufgestanden, ohnmächtig geworden, umgekippt. Aber nur halt immer so ganz kurz, für so eine Sekunde oder so. Wieder aufgestanden, umgekippt. Und die hier saßen, was haben die gemacht? Gelacht, die...
wollte jetzt schon beleidigend werden, aber das werden wir nicht. Die haben einfach gelacht, diese Assis, und haben nichts gemacht, Mann. Die haben mich da einfach ohnmächtig werden lassen und haben immer wieder gelacht. Das war richtig belastend, Junge. Fast schon so wie ein Twitch-Chat, Ryan. Ja, fast. Ich hasse mein Leben. Junge. Ich will einfach in einem Auto. Der war gut. Der war gut. Der beste von allen, Ryan. Ja, der Bale. Okay, nice. Heftigste Line ever. Leute, es hat jetzt richtig geregnet, wie man auch schon sieht. Da trocknet es aber leicht auch schon wieder. Da kann man mal ranzoomen hier, komm. Boom, Hoffnungsschimmer ist am Start, Mann. Also meine Line habe ich bis jetzt immer noch nicht gestanden, sonst hättet ihr auch schon gesehen. Ich hoffe mal, dass wir die noch irgendwie hinkriegen. Wir warten jetzt noch ein bisschen, vielleicht trocknet es. Wahrscheinlich wird es nicht ganz trocknen, aber vielleicht hier so. Hier sie, ich denke mal, hier würde es am ersten trocken werden und dann kann man vielleicht da noch ein bisschen fahren. Drückt uns die Daumen, Leute, gibt einfach jetzt einen Daumen nach oben und dann wird es bestimmt ganz schnell wieder trocken. Regnet leider wieder. Ja, Leute, ich glaube, das war's mit dem Video an dieser Stelle. Es fängt jetzt wieder an zu regnen, ich muss jetzt eh nach Hause fahren, dann kann man nicht wirklich viel machen. Die Line muss ich dann nächstes Mal hin versuchen. Kriegen wir nächstes Mal hin auf jeden Fall. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich bin traurig. Tschüss.